Ich möchte auch noch mal allgemein schönen guten Abend sagen und freut mich, dass viele da sind. Freut mich, dass auch viele, viele da sind, die ich kenne, zum Teil eben bis aus Brasilien, zum Teil auch aus der Völkerkunde-Ecke und viel, natürlich auch viele von den Mitgliedern der Freunde der ZSM, ist ja klar, denn das ist ja auch eine Veranstaltung dieses Vereins. Wenn ich hier über die ersten Indianerkinder spreche, dann ist es gleich ein bisschen eine political incorrect Formulierung, weil heutzutage ist, muss man schon sehr vorsichtig sein, wenn man von Indianer redet. Aber ich glaube, ich kann mir das doch leisten. Ich möchte als erstes, muss ich ein kleines bisschen für diejenigen, die also jetzt nicht schon in der Zoologischen Staatssammlung mehrere Vorträge zum Thema gehört haben, ein bisschen was über die Reise von Spix und Martius und die damalige Zeit was erzählen, damit sie einfach mal zurückversetzt sind in diese Zeit. Also Spix und Martius sind beide als junge Leute eben nach Brasilien geschickt worden, sozusagen gefahren. Das war in einer Zeit, als Bayern gerade frisches Königreich von Napoleons Gnaden war. Und da ist dann, hat sich so ergeben, dass die Bayern mit Hilfe der Österreicher eine Expedition nach Brasilien machen konnten. München war damals natürlich noch ganz anders. Rechts unten sehen Sie das Schwabinger Tor, das ist nicht mehr. Links oben das Bild, das kennen Sie vielleicht, wenn Sie in München daheim sind. Rechts diese Häuserzeile, links da ist die Residenz, die schaut jetzt ein bisschen anders aus, ja. Auch Höchstadt, wo der Spix also geboren ist, hat damals natürlich anders ausgeschaut als heute. Höchstadt an der Aisch war ein ganz ein kleines Ort, war damals noch nicht zu Bayern gehörig und dort hat also der Spix, ist also der Spix aufgewachsen. Er war dann in Bamberg und dann in Frankreich, hat in Frankreich bei Cuvier gelernt und bei anderen. Also auf die Weise ist also Spix sozusagen zum richtigen Zoologen ausgebildet worden. Kam nach München zurück, der rechts, das ist die Michaelskirche und dann dahinter die alte Akademie, die zurzeit gerade umbaut wird. Hier sollte also Spix dann ein zoologisches Museum, eine zoologisch-wissenschaftliche Sammlung aufbauen. Und der hat dann auch entsprechend wissenschaftlich publiziert. Das sind also seine Bilder aus seinen frühen Publikationen. Der Martius kommt aus Erlangen, war dort an einer Apotheke zu Hause, also der Vater war Apotheker und er hat eine Doktorarbeit gerade gemacht über den Pflanzen im Botanischen Garten, war der jüngere von den beiden und wurde von Spix nach München auch empfohlen und wurde dann auch mit Spix gemeinsam auf diese Expedition geschickt. Die Expedition war eben anlässlich der Vermählung von der Erzherzogin Leopoldine und dem späteren Dom Pedro den Ersten. Diese Heirat wurde eben auf dem Wiener Kongress 1815 in die Wege geleitet und dann hat die Leopoldine, die eben naturwissenschaftlich sehr interessiert war und die auch in Brasilien heute noch einen guten, sehr guten Namen hat, hat die eben auch eine Expedition sozusagen initiiert und da konnten die Bayern mitfahren, recht günstig. Sie sind also von Triest, das war halt der österreichische Hafen, sind sie also losgefahren und gleich schon schon im Mittelmeer sind sie also schon in einen Sturm gekommen und das Schiff war halb kaputt und ein anderes noch mehr. Und dann sind sie erst nachdem das Schiff repariert war, konnten sie wieder weiter. Ich lasse da jetzt natürlich vieles, vieles aus. Jedenfalls Spix und Martius sind vor dem Rest der österreichischen Expedition in Rio de Janeiro angekommen, im Juli 17. Und das Tolle war eben, oder das für die beiden irgendwie eigentlich auch schockierende, dieser Kulturschock, möchte man fast sagen, war, wie dieses Gewimmel an Leuten in Rio de Janeiro und auch diese vielen Leute, die eben nur halbert angezogen waren. Hier rechts jetzt im Bild eine Skizze vom Thomas Ender, ein österreichischer Maler, der sehr
schöne Bilder gemacht hat und der eben in den ersten Zeit mit Spix und Martius gereist ist. Aber außerhalb von Rio de Janeiro, da hat es denen gefallen. Das war eben schön da, die Natur, die war also ganz toll. Die haben sie also in den höchsten Tönen gelobt. Dieses Gebiet, da ist jetzt heutzutage, gibt es da vierspurige Autobahn und Hochhäuser und sowas. Aber damals war eben diese Natur noch wirklich interessant. Spix und Martius hatten auch den Auftrag, über alle wirtschaftlichen Belange, nicht nur über Botanik und Zoologie zu berichten, sondern auch eben über die wirtschaftlichen Sachen und haben dann eben auch solche Listen produziert, wie viel welche Sachen verkauft werden. Und da es ist dann so unter anderem zwischen den Gläsern und dem Salz sind dann die Sklaven. Also Spix und Martius haben da sozusagen voll mitgemacht mit diesen System. Sie waren auch am Sklavenmarkt. Sie haben zwar ein gewisses Unbehagen gehabt, haben sich aber auch Sklaven gekauft, eben um in der Reise immer jemand dabei zu haben. Es war die Zeit, wo also der Dreieckshandel zwischen Europa, Afrika und Amerika floriert hat, die Grundlage der wissenschaftlichen Sammlungen auch. Denn bei diesem ganzen Dreieckshandel wurden eben auch, und das kann man, darf man nicht vergessen, wurden eben auch viele, viele naturkundliche Objekte mitverhandelt und verschifft. Man hat halt damals alles, was zum Handeln gegeben hat, gehandelt, transportiert. Aber der Motor war natürlich der Sklavenmarkt, die Sklaven, die aus Afrika nach Amerika verschleppt worden sind. Dann von Amerika wurden dann die Produkte, Reis, Baumwolle, Tabak und Zucker und sonst was nach Europa transportiert und von Europa dann wieder nach Afrika die Textilien, Waffen und solche Sachen. Also das war der Motor des damaligen Handels und gerade auch Brasilien war sehr in diesem Sklavenhandel mit eingebunden. Die großen Farmen und die ganzen Zuckerrohrplantagen in Brasilien haben nur mit Hilfe oder mit der Arbeitskraft der Sklaven funktioniert. Nun hätte man meinen, dass die Kirche da also sehr dagegen war und es ist also doch recht überraschend, dass zwar 1537 der Papst die Versklavung der Indianer verboten hat, aber nicht die Versklavung der Afrikaner. Also die Schwarzen, die galten einfach als, ja, als Menschen, die zu Recht versklavt werden. Das muss man ganz brutal sagen. Es waren dann 1815 eben auch auf dem Wiener Kongress, das war die erste internationale Vereinbarung gegen den Sklavenhandel, vor allem aufgrund der englischen Quäker und Methodisten und andere Glaubensgruppen, die eben da aktiv waren und die eben dann den Sklavenhandel, nicht das Sklavenhalten, verurteilt haben. Da spielen natürlich auch wichtige wirtschaftliche Interessen eine Rolle. Erst 1839 wurde dann der Sklavenhandel vom Papst sozusagen kirchlicherseits verboten und erst 1888 wurde wirklich das Ende der Sklaverei in Brasilien durchgesetzt. Das muss man sich vergegenwärtigen, also wie Spix und Martius 1817 bis 1820 in Brasilien waren, da war das noch was recht was Normales. Ja, sie haben also schwierige Umstände gehabt. In dem linken Bild von Thomas Ender sieht man auch, wie sie mit Zylinder und Sonnenschirm und total unpraktischer Ausrüstung durch den Wald reisen. Hier rechts sieht man, dass sie Maultiere benutzt haben, da so Holzkisten auf den Maultieren transportiert. Die Abbildung ist vom Prinzen Wied Neuwied, aber Spix und Martius haben es genauso gemacht und mussten das auch selber erst lernen und mussten auch lernen, mit Maultieren umzugehen und auch erst Maultiertreiber anheuern und das Ganze auch erst lernen. Sie haben
Glück gehabt, wenn sie überhaupt ein Dach über dem Kopf gehabt haben zum Übernachten. Der Spix, der ist ein bisschen, ja, heutzutage darf man sagen, fotoscheu. Das ist der Spix, ja. Vom Spix sieht man immer nur so Bilder, wo er nicht richtig zu sehen ist, ja. Das ist also in so einer Ranch mit einem Ranchero. Ja, hier also die Gesamtroute von Spix und Martius, ein irrsinnig weiter Weg, teilweise durch die trockenen, durch die Küstennebelwälder, dann durch die Trockengebiete und schließlich im Amazonas, der praktisch der für aus heutiger Sicht der Hauptteil der Reise. Also das sind diese Trockengebiete, hier der Küstennebelwald und das Amazonasgebiet, wo es also richtig die ganze Jahr über nass ist. Hier haben sie also eine Riesenstrecke vollbracht. Sie sind geritten, gefahren, gegangen, gewandert und eben auch am Amazonas entsprechend natürlich auf Schiffen gefahren. Sie hatten immer auch neben ihren Hauptinteressen, also Spix der Zoologe und Martius der Botaniker, haben sie immer auch besonderes Interesse an den Eingeborenen gehabt, an den indigenen Völkern. Haben die indigenen Völker besucht, gezielt sich dorthin führen lassen, haben die Leute beobachtet, haben versucht, Kontakt aufzunehmen. Hier zum Beispiel bei so einem Trinkfest, ja, das ist wieder der Spix, der ist ein bisschen fotoscheu, das ist der Martius und hier ein Uniformierter, der die beiden eben da hingeführt hat und ihnen sozusagen die Gelegenheit, das ermöglicht hat, dass sie bei so einem Trinkfest der Coroados dabei sein konnten. Auch hier wieder der Spix mit dem Gesicht weggesendet. Es ist ein berühmtes Bild am sogenannten Vogelteich, wo sie also besonders viele schöne Vögel zu sehen bekommen haben. Eine Abbildung, die vielfach reproduziert worden ist und hier in dieser Gegend den Teich, den selber, das weiß man nicht mehr, wo der ist, wahrscheinlich existiert er gar nicht mehr so, aber das ist in der Nähe vom Rio San Francisco. Dann sind sie also durch diese Trockenwaldgebiete im Nordosten von Brasilien gekommen, wo sie fast verdurstet wären. Sie haben überhaupt sämtliche Gefahren überstanden, die es zu überstehen gibt. Sie haben sich auch gegenseitig mehrfach das Leben gerettet und sind dann, das war der Höhepunkt der Reise, des Amazonas, den Amazonas aufwärts gefahren. Der Amazonas war ja damals naturkundlich fast unerschlossen. Sie waren eigentlich die ersten Naturwissenschaftler, die systematisch am Amazonas gesammelt haben und systematisch auch die Völker besucht haben und auch da entsprechendes berichtet haben. Hier, wie die Indianer beim Fischfangen sind, ja, also Fischfangen mit Pfeil und Bogen, aber das gibt es noch vor kurzem, also noch vor wenigen Jahren, wurde das zum Teil eben auch so gemacht. Ob jetzt noch, weiß ich nicht, aber ja. Auch hier die Hundskopfbohr muss ich fast zeigen, einfach weil es so interessant ist. Die haben also der Spix hat die also im Wasser entdeckt, hat die gesehen, hat der Hundskopfbohr mit einem Paddel auf den Kopf gehauen, dann ist sie deppert worden, hat das gefangen, dann hat sie sich um ihn geschlungen und dann war er in höchster Not und die Indianer, die das Schiff gefahren haben, die haben natürlich Angst gehabt und sind auf die andere Seite vom Schiff gewesen und dann hat der Bohr ein Stück Holz in den Rachen gesteckt und sie dadurch getötet und dieses Tier, den Holotypus von dieser Art, gibt es eben heute noch. Das war jetzt nur ein ganz kleiner Exkurs in die Zoologie, weil das tut mir gut. Ja, und dann einfach als Beispiel für die vielen Gefahren hier der Amazonas bei Santarém. Heutzutage ist Santarém eine richtig große Stadt. Damals war die noch etwas kleiner. Wenn der Amazonas, wenn die Sonne scheint, ist das ein ruhiges Fluss. Da sind sie aber in einen Sturm gekommen und dann hat der Martius ein Gelübde gemacht, dass wenn er das überlebt, dass er ein Kreuz stiftet und das hat er dann auch später gemacht und hat dann eben in der Kirche von Santarém ein riesengroßes Kreuz gestiftet, das heute noch dort hängt.
Im Dezember 1820 sind sie dann zurückgekommen. Ich weiß nicht, können Sie hoffentlich das da oben auch lesen, weil bei mir ist das verdeckt, ja, aber ja, 1820 im 9. Dezember sind sie zurückgekommen oder am 8. Sie waren, ja, die Spix und Martius mit ihren beiden Kindern waren natürlich das Tagesgespräch, ja. Sie wurden beide empfangen, sie haben wissenschaftliche Anerkennung bekommen, wurden zunächst auch vom König unterhalten, haben eine Leibrente bekommen und wurden geadelt, also von Spix und von Martius, das ist erst dann danach, und haben in diesem Gebäude gelebt, das ist die Maxburg, ja. Dieser Turm wurde nach dem Krieg wieder aufgebaut, da ist irgendein Gericht drin, ja. Das ist da vorne, ist also heutzutage der Dr. Lembachplatz. Hier also haben sie gewohnt, wurden sozusagen vom König ausgehalten und haben, weil sie im Dezember zurückgekommen sind, haben Gott erbärmlich gefroren. Aber nicht nur sie, sondern natürlich auch die beiden Kinder. Ja, Spix, um nochmal auf Spix und Martius ganz kurz zurückzukommen, bevor ich zu den Kindern komme. Spix ist also schon wenige Jahre danach, 1826, ohne Nachkommen gestorben, während Martius ein bekanntes Mitglied der Münchner Society war, diese zwanglose Gesellschaft mitgegründet hat, hat Vorlesungen gehalten, sehr, sehr viele Publikationen gemacht, hat eben auch eine Familie gegründet und also war eben lange Zeit in München der große Brasilienkenner. Die beiden haben in Brasilien viele, viele um 40 indigene Völker besucht, sie kennengelernt und haben Material, Gegenstände, Schmuckgegenstände, aber auch Gebrauchsgegenstände von ihnen mitgebracht und haben auch Wortlisten gesammelt. Also so, dass das eigentlich der Beginn der wissenschaftlichen Sprach, der linguistischen Untersuchung der indigenen Völker ist. Hier also rechts oben die von der Publikation von Martius mit diesem Wörterverzeichnis. Er hat das alleinig publiziert, weil der Spix war ja schon tot. Aber wenn man genau hinschaut, dann sieht man auch, dass auch Spix dazu beigetragen hat. Und es gibt auch heute noch handschriftliche Notizen vom Spix, wo er also Worte gesammelt hat. Er hat auch diese diesen Tanz der Tikunas beschrieben, wobei das halt ganz interessant ist, dass zum Teil diese Masken, die da abgebildet sind, auch heute noch existieren und im Völkerkundemuseum zu sehen sind. Die wurden erst vor wenigen Jahren frisch restauriert und neu untersucht. Und das hier ist wahrscheinlich der Amazonas-Delfin. Ja, was waren jetzt die Indianer? Das ist also so ein Ausschnitt, eine Zusammenstellung von verschiedenen Gesichtern aus dem Atlas von Spix und Martius. Für was haben sie die gehalten? Da gibt es eben verschiedene so Schema oder verschiedene Denkmuster. War es der edle Wilde? Waren es degenerierte Menschen? War es ein Bindeglied zwischen Mensch und Affe? Für all diese Denkweisen gibt es durchaus auch Leute, die das vertreten haben. Der edle Wilde geht insbesondere zurück auf Rousseau im Rahmen der Aufklärung zurück zur Natur. Die Naturvölker sind sozusagen unschuldig wie Kinder, die im Einklang mit der Natur leben. Das war durchaus eine Denkweise, die relativ weit verbreitet werden war, während andere, dazu zählt zum Beispiel der deutsche Anatom und Zoologe Friedrich Blumenbach, die haben gesagt, nein, das ist also der indigene Mensch ist sozusagen Bindeglied zwischen Mensch und Affe und man hatte also da große Probleme. Blumenbach wollte auch vom Spix und Martius ein Schädel von einem Botokuden. Die Botokuden sind ein solches indigenes Volk. Und dann war das also, haben sie das gesagt, einem dortigen, einem Brasilianer. Und dann hat der, weil er keinen
Protokudenschädel gehabt hat, hat er einen lebendigen Protokuden gebracht. Ja. Aber das haben sie natürlich gesagt, nein, das geht ja wirklich nicht. Das ist ja wirklich unmöglich, dass man also, um einen Schädel zu kriegen, einen lebendigen Menschen beschafft. Ja, und der Martius, der schreibt auch oft so Textstellen, wo man zu irgendwie das Gefühl hat, das sind heruntergekommene, degenerierte Leute, die Indigenen. Zu Teil mag das wohl auch mit der Zerstörung der Hochkultur der Inkas zu tun haben. Vielleicht auch parallel dazu die Ausrottung der Tupi. Das ist das große Indianer oder indigenes Volk mit einer wichtigen Sprache damals, die also in weiten Bereichen in Brasilien ausgerottet wurden. Also Spix und Martius haben also da auf alle Fälle von all diesen Blickwinkeln das eine oder andere mitbekommen. Ja, und dann haben es eben Juri und Miranja mitgebracht. Wir kennen eigentlich die wirklichen Namen von den beiden nicht. Juri und Miranja sind die Namen der Völker, von denen sie stammen. Man hat sie auf Johannes und Isabella getauft. Ich habe nirgends was rausgefunden, wo, und ich habe auch nichts gefunden, warum gerade diese beiden Namen. Auf jeden Fall gehe ich eigentlich davon aus, dass sie schon in Brasilien getauft worden sind. Das entspricht der damaligen Denkweise, dass man ja gesagt hat, ohne Taufe bist du, wenn du stirbst, ja, irgendwie verloren. Wichtig ist auch, Juri und Miranja konnten sich nicht miteinander unterhalten. Die haben ja zwei verschiedene Muttersprachen gehabt. Die mussten also erst Portugiesisch lernen, um dann auch miteinander zu reden. Und Portugiesisch haben sie halt mit Spix und Martius gelernt, wobei man sagt, dass die Miranja das besser gelernt hat. Aber es war halt ein Riesenproblem. Wie die beiden heimgekommen sind mit den beiden Indianerkindern, mit den beiden indigenen Kindern, da war das natürlich ein echtes Tagesgespräch in München und darüber hinaus. Bis nach Paris haben sie in den Zeitungen davon berichtet, dass also die beiden Naturwissenschaftler zwei Kinder mitgebracht haben. Sie haben in München gewohnt. Sie waren zunächst bei Spix und Martius. Anfangs haben sie auch offensichtlich im selben Zimmer geschlafen wie Spix und Martius. Ich vermute, das war wegen der Kälte, weil das ja für alle Viere ein Riesenproblem war, dass sie jetzt im Dezember auf einmal in dem kalten München sind und damals hat es keine gescheite Zentralheizung gegeben. Und die ersten Tage, zumindest die ersten Tage, wahrscheinlich auch noch darüber hinaus, wurden sie von der Bevölkerung begafft. Ja, Spix und Martius haben also sozusagen aus Gutmütigkeit die Leute reinlassen und haben alle die halt anschauen lassen. Das wird immer wieder erwähnt. Es ist natürlich für die beiden Kinder auch sicherlich eine unangenehme Belastung gewesen, da so begafft zu werden. Aber sie wurden eben vom König unterhalten, wobei natürlich die Frage ist, ob jetzt der König alles zahlt hat, was die Ausgaben hatten. Jedenfalls die Mutter von Martius, die hat da ihre Bedenken und hat da also auch sich gewundert, dass der Martius nicht mehr über die beiden Kinder schreibt und berichtet. Jedenfalls sind sie gleich nach dem Ankunft in München sind die beiden, Spix und Martius, bei der königlichen Familie gewesen. Wir wissen davon vor allem eben, weil die Königin von Bayern, die Caroline von Baden, weil die eben ihrer Mutter immer wieder Briefe geschrieben hat. Die Mutter war in Dresden und die hat so Deutsch und Französisch recht ein bisschen durcheinander geschrieben, mehr Französisch als Deutsch. Diese Briefe sind verloren gegangen, aber ein späterer Wittelsbacher, der hat dann diese Briefe abgeschrieben oder zumindest Exzerpte davon gemacht und die gibt es noch und die konnte ich eben im Staatsarchiv anschauen und auch eben sehen, was die Mutter
da geschrieben hat. In einem Brief schreibt sie eben gleich, Spix und Marzis, also jetzt übersetzt ins Deutsche, waren hier und haben ihre kleinen Wilden vorgestellt, die ich eine lange Zeit bei mir hatte. Wobei, das kann man ein bisschen unterschiedlich ausdeuten. J'ai gardé longtemps, ich kann leider nicht Französisch, also die ich lange Zeit betreut habe, wurde manchmal auch übersetzt, und da haben manche draus geschlossen, dass die Indianerkinder sozusagen richtig von der Königin über Tage, Wochen versorgt worden sind, aber dem ist wohl nicht so. Das ist sicherlich eine Fehlinterpretation. Und dann im Dezember ist also der Juri ganz schlecht beieinander, und dann schreibt die Königin wieder ihrer Mutter, ja, der König ist ganz erschrocken hier, dass das sein kann, dass der Juri, sie schreibt Juri mit SCH statt mit J, aber Juri, dass er sterben könnte, denn er hätte sich ja noch so viel von ihm erwartet, ja, so viel Satisfaktion, also so viel Befriedigung. Also offensichtlich, der König hatte großes Interesse, persönliches Interesse, und hat also Anteil genommen. Und das ist also durchaus anzunehmen, dass der König auch das irgendwie angeordnet hat, obwohl man nirgendwo was dazu gefunden, oder ich jedenfalls nichts dazu gefunden habe, dass es eine Anordnung gegeben hätte. Auf jeden Fall war es nicht einfach eine tolle Idee von Spix oder Martius, da Indianerkinder mitzubringen. Da das Bild von der Caroline von Baden habe ich extra genommen, ein Bild, wo sie so als Frau mütterlich ausschaut, ja, weil wenn sie da also sich mit den Kindern länger beschäftigt. Aber es war sicher nicht so, dass die Kinder richtig gehend bei ihr gewohnt haben, sondern eben bei Spix und Martius. Andreas Schmeller, der Sprachwissenschaftler, der hat da auch einige Geschichten geschrieben über die Kinder, wie die Kinder bei Spix und Martius waren. Offensichtlich hat der Spix sich mehr um die Kinder gekümmert als der Martius. Und eine Geschichte ist eben, dass er mit dem Juri nach Maria Eich gefahren ist, und dann ist der Juri mit dem Hut auf dem Kopf in die Kirche reingegangen, und das war also für damalige Zeiten völlig undenkbar, und es war also ein skandalöses Verhalten, und man konnte nicht richtig normal sagen, hey du Bulli, tu dein Hut runter, sondern man hat ihn also mit Zeichen und Winken davon informiert, dass er so nicht in der Kirche sein darf. Ja. Also das war halt auch in solchen Sachen eine andere Zeit, ja. Spix war eben dann auch am Abend, hat der Schmäler die beiden besucht, da war Spix zu Hause und die Kinder, und die Spix hat eben die beiden dann mit dem Abendsegen gegeben und sie ins Bett geschickt, und Miranja, die konnte eigentlich gar nichts recht verstehen. Es war einfach meistens so, dass der Juri eher, sagen wir mal, der Lebendigere war, der Zugänglichere von den beiden Kindern. Ja, sie waren so circa 13 bis 15 Jahre alt. Man weiß es nicht. Die Miranja war wohl eher etwas jünger. Und man hat verschiedentlich auch darauf hingewiesen, dass die beiden eben wenig miteinander zu tun hatten, aber eigentlich wundert mich das nicht, weil gerade in dem Alter, 13 bis 15 Jahre, da haben auch normale Geschwister eher, sagen wir mal, getrennte Interessen. Und man muss ja immer wieder bedenken, die haben ja nicht miteinander reden können, oder wenn, dann hätten es beide irgendwie Portugiesisch sprechen müssen, ja, also das ist eben sehr schwierig. Der Juri leidet schon sehr bald an Bronchitis, wird mehrfach zur Ader gelassen. Man sagt, es wäre anfangs so gewesen, dass er Angst gehabt hätte, dass die Ärzte da das Blut abzapfen, um ihn umzubringen. Aber dann hat er eben Vertrauen geschlossen und hat sich's machen lassen. Dieses zur Ader lassen, das war halt damals einfach die normale
ja, die normale medizinische Behandlung. Die Miranja, der hat mir Handarbeiten gezeigt, hat mir ihr Sachen gegeben zum Arbeiten. Die Königin hat ihr auch Tuch geschenkt und die hat sich außerordentlich geschickt da angestellt. Es war also geradezu überraschend, dass sie diese Handarbeitssachen eigentlich sehr schnell gekonnt hat und zum Teil wohl besser als die, die es ihr gezeigt haben. Beide haben es mit Puppen gespielt, wobei man sagt, ja, sie hätten so ungefähr dann gar nicht richtig kapiert, dass die gar nicht lebendig sind. Aber auch das ist wieder eine Sache, wo ich meine, wenn so Kinder, wenn du die mit dem Puppenspielen beobachtest, dann ist es das normal, dass die so spielen, ohne dass man also das Gefühl hat, die wissen, dass das eine Puppe ist. Ja. Ja, das ist also die Miranja, die Isabella. Wie ist es gekommen, dass die mit Spix und Martius nach München gekommen sind? Man muss vorweg sagen, es war offensichtlich gemeinsames Interesse und gemeinsamer Plan, Kinder nach München zu bringen. Denn auch Spix schreibt einmal, ja, dass sie da einen haben und wenn er nicht davorläuft, nimmt, bringen sie ihn nach München mit. Offensichtlich ist er davorgelaufen rechtzeitig. Aber Juri und Miranja wurden von Martius ja gekauft, sage ich jetzt einmal gleich vorweg, auf einem Teil der Reise, wo Spix und Martius getrennt voneinander unterwegs waren. Und zwar war das am Rio Japura, der sogenannte Hafen der Miranias. Hier haben sie also Probleme gehabt. Der Spix war am Solimões nauf und Martius eben da. Da waren sie also getrennt. Und der Martius ist da mit einem Kapitän Zani, der Einheimischer war, der Bescheid wusste, der die Sprache, diese Mischmasch-Sprache gesprochen hat. Und da waren sie also, sind sie also sozusagen hängen geblieben an dem Porto dos Miranias, zum Teil, weil sie ein neues Kanu bauen mussten und zum Teil auch, weil der Kapitän Zani und mehrere andere eben so stark krank waren, also wahrscheinlich Malaria oder auch Wurminfektionen oder so. Und wie ist jetzt das gewesen? Wie ist also das Mädchen da zu dem Martius gekommen? Das Erste, was wir finden, ist also eine Publikation, der letzte Bericht der beiden Akademiker. Das ist also gleich nachdem sie zurückgekommen sind, wurde das publiziert. Und da schreibt der Martius, ja, der Tucana, also das ist der Häuptling, der heißt auch Manuel, der Miranias, der hier residiert, pflegt auf ähnliche Weise, das steht hier, ne, wo bist du? Pflegt auf ähnliche Weise wie die Negerfürsten, die im Kriege gemachten Gefangenen an die Weißen zu verkaufen und hält deshalb immer eine große Anzahl streitbarer Männer bereit. Ja, also der war schon so ein Sklavenjäger, der eben dann die Leute geholt hat oder gebracht hat. Und dann, da sich der Xana, also der Häuptling, erbot, einen Ausflug gegen seine Feinde zu machen, um erwachsene Indier für Kapitän Zani und einige Kinder für uns, notabene, einzufangen, ließ Dr. Martius seinen Begleiter nebst dem Kranken hier zurück, um diese kriegerische Expedition zu beschleunigen. Also eigentlich ganz deutlich, dass Martius gesagt hat, ja, fangst mir ein paar Kinder, ich kann die gut brauchen und so, ja. Klingt also ja, ganz anders als dann später in dem berühmten Reisebericht. Der Reisebericht ist also ein ganz berühmtes Werk. Im dritten Teil, den Martius nach dem Tod von Spix geschrieben hat, da können wir also dann lesen, dass der Tuxana war. Er konnte es kaum fassen, als ich ihm für den Federschmuck und die Waffen und ein schönes Farnkraut, die er mir überreichte, ebenso viele Beine und Messer gab, als er für die Gefangenen erwartet hätte. Ja. Er fügte nun seinem Geschenke noch fünf junge Indianer, zwei Mädchen und drei Knaben bei. Also das klingt ganz so, als hätte der Indianerfürst, also der Tuxana,
die verkaufen wollen. Der Martius hat sie aber eigentlich nicht wollen, sondern hat sie als Geschenk angenommen. Und da schreibt er, die ich umso lieber aus den Händen des Unmenschen annahm, als sie hier ohne Fürsorge einem sicheren Tode entgegengingen. Sie waren nämlich alle schon fieberkrank. Also das klingt jetzt ganz anders und das ist eben die Stelle, die sehr oft von den Leuten gelesen worden ist und zitiert worden ist. Und da aufgrund dieses Berichtes hat es oft geheißen, ja, der hat die nicht als Sklaven oder so mitgebracht, sondern die hat er halt geschenkt gekriegt und dann hat er es als Gutmütigkeit mitgenommen. Was mich dann verwundert an der Sache ist, dass der Martius später, der lässt also diese Isabella zeichnen und dieses Bild haben wir gerade vorher auch schon gesehen und hier ist jetzt vergrößert noch auch zusätzlich die Legende ganz deutlich. Dann steht unten mit Handschrift von Martius Isabella vom Stamme der Mirania vom Gouverneur von Rio Negro erhalten. Und das stimmt eigentlich, das passt nicht mit dem anderen zusammen, ja. Und dann gestorben im Oktober 1822, aber man weiß, die ist im Mai 1822 gestorben, ja. Warum schreibt der Martius da einfach was Falsches? Nein, irgendwie passt das nicht. Noch schwieriger wird das Ganze, wenn wir diese Sache uns überlegen, wie er diesen Tuxana, diesen Häuptling schildert. In dem Bericht, den ich vorher zitiert habe, wo er schreibt, dass er also die Mirania so und andere Kinder, die dann gestorben sind, dass er die also geschenkt gekriegt hat, in dem Bericht schreibt er also dann ganz, ganz kräftig, dass also diese Miranias die und dieser Häuptling, dass das absolute Unmenschen sind, dass die furchtbar sind, dass die eigentlich gar keine unsterbliche Seele haben können, weil sie so schlimm sind. Also er schreibt ganz, ganz negativ, als ob der Tuxana ein wahrer Teufel wäre. Aber nur ein Jahr später kommt das Buch raus, das wir hier rechts sehen, von über den Rechtszustand der Ureinwohner Brasiliens. Und da klingt es ganz anders. Und wenn man das liest, dann wundert man sich, dass er mit dem Tuxana zusammen ein paar Wochen unterwegs war, dass er mit dem im Wald rum ist, auf Exkursion gewesen, dass er beobachtet hat, wie der Familienstreit schlichtet. Also da ist das ein ganzer durchaus achtenswerter, normaler Häuptling halt, ja. Und noch einmal anders ist das Ganze, wenn man den Roman liest, den Martius geschrieben hat. Martius hat nämlich 1831 einen Roman geschrieben, aber ihn nicht publiziert. Und das ist eigentlich auch noch interessant. Warum hat er das nicht publiziert, obwohl er sonst alles publiziert hat? Ganz, ganz viel. Und in diesem Roman ist jetzt wieder das Verhältnis zwischen Ureinwohnern und Martius wieder ganz anders und da äußert er wieder sehr viel Verständnis für die indigenen Völker, wie wenn es was anders wäre. Also wie wenn es ein anderer Mensch wäre, der sich da Gedanken über die Ureinwohner macht. Ja, jetzt schauen wir uns an, wie ist das mit dem Juri gewesen? Das war also jetzt die Mirania, wo es also schon recht komisch ist. Und wie war das mit dem Juri? Also auch da gibt es diese beiden Abbildungen, charakteristisch eben da diese Tätowierung um den Mund, die eben auch immer wieder erwähnt wird. Das war halt so eine Stammessitte. So, ja. Und das Älteste, was ich gefunden habe über den Juri, wo der herkommt, war auch wieder einer von diesen Briefen, wo ich schon erwähnt habe, diese Briefe, die Königin Caroline an ihre Mutter geschrieben hat. Und da hat eben der Prinz Albert Exzerpte geschrieben. Hier eben so ein Ausschnitt. Der Knabe ist der Sohn eines Königs seines Stammes, Juri genannt. Er ist mit vielen anderen gefangen genommen und von diesen Herren gekauft worden für 2 Äxte. Also ganz klar, die haben den gekauft. Ja. Wobei wir wissen, das war der Martius und nicht die beiden, aber das ist jetzt wurscht. Aber
Wie schreibt er das in seinem Reisebericht? Also, nein, das nächste, was wir finden noch, auch direkt nach dem die Zurückkommen, steht in der Münchner Politischen Zeitung, der Knabe, also der Juri, ist der Sohn eines im Gefechte umgekommenen Anführers einer indianischen Horde. Ja? Diese Information kann ja eigentlich bloß von Martius stammen. Es ist zwar kein Originalzitat von ihm, ja, aber irgendwie muss das so halt gerettet worden sein. Ja, und dann später, also viele Jahre später, 1831, Dezember 1820 sind sie halt zurückgekommen und im 1831 hat er den dritten Teil des Reiseberichtes geschrieben und dann schreibt er ganz knapp, hier stieß ein junger Juri von der Familie der Koma, das kann ich nicht aussprechen, zu der Mannschaft, welche uns nach München begleitet, aber leider, wie seine Gefährtin, die junge Miranja, den Wechsel des Klima und der übrigen Außenverhältnisse mit dem Leben bezahlt hat. Ja, da ist der dazu gestoßen. Ja, denkt man sich, ja, das ist ein bisschen komisch, warum schreibt er da nichts? Sonst gibt es noch eine Quelle nämlich 1862, also noch einmal 30 Jahre später, oder nicht ganz, da schreibt er also, da führte mir der Faktor auf den Befehl seines Herrn die Indianer vor, aus denen ich einen auswählen durfte, den ich in Europa zu zeigen und dann zur europäischen Menschlichkeit zu erziehen mich vermaß. Am Morgen vor der Abreise stellte sich im Hofe vor dem Wohnhaus die Reihe der männlichen Indianer auf und ich wählte. Ich deutete auf den hübschen Knaben Juri. Der Faktor nahm ihn aus der Reihe und der Vater des Knaben folgte ihm nicht nach. Aber er verfolgte mich mit einem Blick. Was Frage, was Zorn. Ich habe den Blick nicht vergessen. Als ein Jahr später der Knabe in München an der Lungensucht starb, da kam es wie ein schweres Gewicht über mich. Ja, warum steht da vorher einmal was, dass der Vater umgekommen ist. Ja? Warum steht da, sagt die Mutter von der die Königin, ja, die haben es für 2 Äxte gekauft. Ja? Also irgendwie ist das alles ganz komisch. Ja? Und dann schreibt er noch weiter, durch eine Übeltat bin ich zum Menschenfreund geworden. Also spät hat er also noch einmal niedergeschrieben, der Martius, dass das eine Übeltat war, dass das nicht in Ordnung war. Er hat, das ist aber nicht veröffentlicht, also von Martius nicht publiziert worden, aber eben es wurde schon vor mir also auch von Leuten gelesen und publiziert. Aber wir fragen uns jetzt, ja, was soll das Ganze? Ist das eine bewusste Irreführung von Martius? Versucht er sich besser darzustellen oder ist es auch von innen heraus eine Verdrängung, ein Selbstschutz, ich bin kein Psychologe, was immer es sein soll, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, da ist so vieles widersprüchlich in diesen ganzen Sachen, dass man diese Faustvers in den Sinn kommt, 2 Seelen wohnen, ach, in meiner Brust. Ja, also Martius ist da offensichtlich ganz tief gespalten. Martius ist da auch eben sehr widersprüchlich in der Sache. Juri und Miranja sind also bald gestorben. Der Juri schon eben jetzt genau vor 200 Jahren, im Juni 1821, Dezember 20 sind sie nach München gekommen, Juni 21 ist er gestorben. Das ist noch in mehreren Zeitungen gekommen, das war also allgemein noch auch Thema des Tages, dass eben der Juri gestorben ist. Man hat von ihm einen Wachsabdruck gemacht, von die Totenmaske und es gibt Berichte, nach denen er angeblich der Kopf in Spiritus eingelegt worden sei, aber ich glaube, das ist ein Missverständnis und ist eine Räuberpistole. Die Miranja hat noch ein knappes Jahr länger gelebt, die Arme, ist dann im Mai 22 gestorben. Der Juri hat es auf der Lunge gehabt, die Miranja im Unterleib.
Was immer sie gehabt haben, es könnte sein, dass das irgendwelche Tropenkrankheiten sind, da waren, oder dass das irgendwelche ganz normale Kinderkrankheiten, gegen die sie halt keine Abwehrkräfte hatten oder was auch immer. Also auf jeden Fall hat man allgemein sozusagen gesagt, ja, die haben den rauen, unerbittlich des Nordens rauer Winter, ja, also die haben das Klima nicht verkraftet. Und da rechts oben blast also der raue Nordwind. Diese Tafel, das ist also eine Bronzetafel, die der Stiglmaier, Johann Baptist Stiglmaier, gegossen hat. Das ist der auch unsere Bavaria in München gegossen hat. Dieses Stück ist also deutlich älter. Es war auch eine für damalige Zeit ganz neue Art, so etwas zu gießen. Die wurden also im alten Südfriedhof beerdigt, die beiden. Das Grab, wo die beerdigt worden sind, das wurde dann später, ja, nach entsprechender Zeit, weil es danach wohl keiner mehr gepflegt hat, wurden die dann später, ist da jemand anders beerdigt worden. Man weiß aber, wo das war genau. Und diese Grabtafel, die können Sie bis anschauen im Münchner Stadtmuseum in der Dauerausstellung Typisch München. Da wird also auch an diese beiden erinnert. Auch da in der Nähe von Weilheim sind diese Säulen, dieses Kunstwerk, Stoa 100 so und so viel. Auch da ist eine Säule zum Andenken an Juri und Miranja. Also die beiden sind nicht vergessen. Aber ja. Ja, nicht ganz vergessen jedenfalls. Was waren die beiden? Was waren sie eigentlich? Waren sie Sammlungsobjekte zur Erforschung? Irgendwie schon. Also diese Sache, dass der König da sich viel vom Juri erwartet hätte und so, das klingt schon danach. Waren sie Kabinettstücke, um die Macht des Königs zu beweisen? War die Idee, aus ihnen künftige Missionare zu machen, sie also zum Christentum zu erziehen und ihnen dann sie nach Hause zu schicken, dass sie dann ihre Volksgenossen auch missionieren. So ganz genau weiß man es nicht, aber auch hier wird es wieder so sein, dass die Wahrheit von allem steckt was drin. Es gibt natürlich auch andere Beispiele, dass aus Südamerika Indigene nach Deutschland gebracht worden sind. Am besten bekannt ist der Joachim Queeck, ein Botokude. Die Botokuden, die galten eben als besonders gefährliche, typische Menschenfresser. Der Maximilian Witt-Neuwied hat also, der war kurz vor Spitz und Nazis in Brasilien und der hat den Queeck als persönlichen Jäger und Diener angelernt und dann mitgenommen und hat dann eben in Deutschland gehabt und da hat er aber dann irgendwie sein Heimweh mit Alkohol bekämpft und ist schon als junger Mann gestorben und sein Schädel wurde zunächst im Anatomischen Museum in Bonn aufbewahrt und 2011 repatriiert, ganz offiziell. Ein anderes Beispiel, das wir Zoologen alle kennen, das ist der Jeremy Button oder Jeremy Button. Der Junge, der wurde von Kapitän Fitzroy bei einer Weltreise aus dem Feuerland nach England mitgebracht. Und der Kapitän Fitzroy, das war der Kapitän, mit dem dann eben Charles Darwin seine Weltreise gemacht hat. Und auf dieser Reise wurde dann der Jeremy Button zurückgebracht, hier also hier sozusagen als junger Wilder und dann als ordentlicher Engländer. Man hat ihn also dort in Feuerland eine Hütte gebaut und zurückgelassen, aber das Ganze ist schlecht ausgegangen, es ist eine komplizierte Geschichte, das geht über unser Dings jetzt hinaus. Es wurden natürlich auch andere, zum Teil verschiedene, gerade auch Schwarze, wurden auch zunächst als Sklaven und dann später als Diener und zum Teil auch als bekannte Leute nach Europa gebracht. Ein Angelo Soleman in Wien, ein Ignatius Fortuna in Essen, die eben dann in Europa eben bekannt waren und so.
Hier noch ein Blatt aus dem Führer durch das Panoptikum. Das war also in München, gleich in der Nähe, gleich beim Marienplatz, ein großes Museum, wo also so Wachsfiguren und Leute ausgestellt worden sind. Das ist also der Führer von 1895. Habe ich jetzt leider nicht draufgebracht. Da steht dann oben noch drauf am Titelblatt, man soll dieses Heft nicht den Kindern in die Hand geben. Ja. Und da ist eben der Abschnitt über den Botokuden, der eben gezeigt ist. Und da heißt dann, die Botokuden, die töten alle in ihre Hände gefallenen Feinde und verzehren sie. Ja. Also 1895 war das noch so die normale Meinung über die Indigenen. Ja, damit bin ich auch schon zum Ende. Ich danke Ihnen allen, dass Sie mir zugehört haben so lang. Ich danke auch den vielen, die mir geholfen haben, die Bibliotheken in der Stabi, in der LMU, in der Zoologischen Staatssammlung, in den Staatsarchiv. Ich danke Ihnen. Ich danke vor allem natürlich auch den ganzen Kolleginnen und Kollegen. Manche sind auch hier, die Frau Gabriele Herzog-Schröder. Ich danke der Frau Professor Leonia Charles de Resende aus Brasilien, die mir geholfen hat. Der Anthropologe in der Münchner Anthropologischen Gesellschaft, George McGlynn, und der Roland Melzer, die haben ja gerade auch bei sprachlichen Problemen gut geholfen. Und viele, viele Kollegen haben mir auch Literatur gebracht und mich sonst unterstützt. Ja, und ich erlaube mir jetzt noch eine Bitte anzufügen. Sie haben ja schon gehört am Anfang bei der Einführung, dass ich ein Buch geschrieben habe über Spix. Und dieses Buch, das gibt es auch schon auf Chinesisch. Und mir liegt es aber noch viel mehr am Herzen, dieses Buch auf Portugiesisch für Brasilien zu publizieren. Der Text wurde also inzwischen von praktisch ganz übersetzt. Ich habe zum Teil manche Sachen geändert ein bisschen und manches aktualisiert. Und Sie können sich vielleicht vorstellen, dass die brasilianische Gesellschaft, also das Instituto Martius Staden, die haben eben finanzielle Probleme, und deshalb bemühen wir uns von den Freunden der Zoologischen Staatssammlung, da für die Druckkosten einiges aufzubringen. Und wenn Sie das unterstützen, dann wäre ich Ihnen sehr dankbar, indem Sie also eine zweckgebundene Spende an die Freunde der ZSM bringen. Und wer da mich unterstützt, der kriegt dann auch von der Frau Ruppel, die auch zuhört, ja, von der Barbara Ruppel, die bei uns in der Staatssammlung bekannte Künstlerin, ein Bild vom Spixarer, kleine Spende, kleines Beutel, große Spende, großes Beutel. So ganz genau möchte ich mir lieber nicht festlegen. Ja. Okay, damit danke ich Ihnen für Ihre Geduld und Ihre Aufmerksamkeit und hoffe auf eine interessante Diskussion. Dankeschön.